hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit längerer Zeit, ich war jetzt auf der Gamescom, ich war Bergsteigen sozusagen oder Steinesteigen in Bruchhausen, Minigolf spielen und so weiter und so fort. Da möchte ich euch einfach mal ein paar Ausschnitte zeigen, denn ich war ja nicht ganz unter, ich habe ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht und so weiter und so fort. Und das möchte ich euch einfach in diesem Video zeigen, als kleines Entschuldigungsvideo sozusagen, das jetzt fast nichts kam irgendwie. Ich hatte Urlaub, wollte eigentlich auch wirklich Videos produzieren und so, aber es kam irgendwie nichts. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach so, was ich erlebt habe. Let's Play technisch geht es ja demnächst dann auch weiter. Ich bin am Überlegen, was ich so machen kann, denn jetzt, wo mein Premium abgelaufen ist auf Bergwerk Labs, macht Tryjump irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Man kommt einfach nicht direkt in die Games rein und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, dass das dann nicht mehr ganz so viel Spaß macht wie vorher. Aber ich zeige euch einfach mal. Fangen wir an mit diesem Ding da unten, mit diesem Ding. Und zwar, vielleicht interessiert es euch ja, was aus dem Glas geworden ist, aus dem Terrarium. Möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich klappe das Display um und dann gucken wir uns an. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Es ist einige Zeit später. Wie lange genau werde ich am PC nachschauen müssen? Vielleicht kann ich es euch ja mal einblenden. Man sieht, ganz so viel tut sich nicht. Die beiden Hauptpflanzen wachsen irgendwie weiter. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wächst was Neues, aber ist wohl doch nicht so. Oh, könnt euch das hier ja nochmal gönnen. Bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ganze nochmal in groß zu machen. Vielleicht werde ich das demnächst irgendwann mal schaffen. Mal schauen. Aber so sieht es aktuell aus. So, nachdem ich euch das Ding da gezeigt habe auf der Fensterbank, zeige ich euch jetzt einfach mal so ein paar Ausschnitte vom Bergsteigen bzw. vom Steinesteigen in Bruchhausen. Das war echt cool. Hallo. So, das war's auch schon mit dem Steinesteigen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich poste auch immer auf Instagram solche Sachen. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, wenn ich mal unterwegs bin und so weiter und so fort, Fotos auf Instagram einfach folgen. Cody Let's Play, sich da ist, vielleicht auch in der Videobeschreibung verlinkt. Jo Leute, noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar ist mir eingefallen, dass das Pokémon-Windspiel zu dem Pokémon Gelb Randomizer Nuzlocke Let's Play folgen wird. In den nächsten 1-2 Wochen wird das Video rauskommen, wo ich euch sage, was ihr tun müsst, was ihr gewinnen könnt und so weiter und so fort. Also, wenn ihr mitmachen wollt, bleibt auf jeden Fall aktiv, verpasst das Video nicht. Es gibt richtig geile Gewinne, also ich selber würde es gerne gewinnen. Ja, und sonst was? Dann würde ich sagen, kommen wir zum Gamescom-Punkt. Da habe ich ein paar Videos gemacht, so ein paar Ausschnitte und so weiter und so fort. Auch eine Anmoderation versucht. Kommt jetzt. Viel Spaß. Hallo. So, dann springe ich einfach mal in der Nachbearbeitung rein. Es war ein mega Tag. Kurzes Fazit. Mega, mega. Es hat Spaß gemacht, die ganzen YouTuber zu treffen. Fühlt euch alle gegrüßt, falls ihr das sehen solltet. Dann will ich nicht weiter stören. Genießt noch die letzten Zusammenschnitte. Und wir hören uns am Ende des Videos nochmal.
Mr. Movie ein bisschen beim Zocken filmen. Kann man machen. So, das war's auch schon von der Gamescom. Ich war ja nur einen Tag da, den Fachbesuchertag. Leider konnte ich nicht so viele von euch treffen. Um genau zu sein, nur eine Person und sonst halt nur YouTuber und sowas, Presseleute. Ja, halt keine Zuschauer von mir, so wirklich. Vielleicht wird das nächstes Jahr besser, vielleicht gehe ich nächstes Jahr mehrere Tage. Aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass der Pressetag für mich geeigneter ist. Ist einfach cooler, da einfach frei rumzulaufen, ein paar YouTuber so zu treffen und sich nicht anstellen zu müssen für alles stundenlang. Ist einfach viel bequemer. Man muss es einfach sagen, wenn man die Chance hat, sollte man sie nutzen und auch als Fachbesucher hingehen am Fachbesuchertag. Hat mir Spaß gemacht. Hab unter anderem auch den lieben Mr. Mike AP getroffen. Schöne Grüße nochmal an dich und die liebe Kartoffel mit Speck. Puh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War nicht so lang und waren zwar ein paar Ausschnitte und so. Ihr habt ein bisschen gesehen, was ich gemacht habe. War nicht so viel. Ich habe natürlich in meinem Urlaub noch Familie besucht. Familie hat mich besucht und irgendwelche anderen kleinen Aktivitäten. Aber das interessiert euch nicht. Das muss ich euch nicht alles zeigen, oder? Ich bin kein Daily Vlogger, sonst hätte ich das hier alles auch aufgenommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir, was ihr in eurem Urlaub oder in eurer Schulferien so gemacht habt. Wart ihr auch auf der Gamescom? Geht ihr nächstes Jahr wieder? Und sehen wir uns da vielleicht? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ciao! Alles klar, ich glaube, das war ganz cool.